An unserer neuen Sendung Remenke mit Madame Entsch, Alexa, es ist Remenke ganz froh, dass wir Remenke zusammen sind, wie eine neue Sendung zu machen. Aber für allem, es gibt ganz viel Freude, aber für allem viel Erfolg. Und es sind noch viele Leute angerufen, oder nicht? Ja, ja, ich kann mich am Anfang nicht beklagen. Mhm. Da kann man gucken, Remenke, was ist eigentlich Softlaser? Also Softlaser ist am Anfang eine moderne Form von Akupunktur. Das heißt, ich will die Akupunkturpunkte belichten, sie am Platz zu stechen. Das hat verschiedene Vorteile vis-à-vis von der Akupunktur. Das heißt, meine Therapie geht wirklich nicht weh, es blutet nicht und das ist hygienisch. Mhm. Schön, dass ich davon höre, wenn ich so halt, wie lange geht das Ganze da schon? Also, Softlasertherapie geht am Anfang schon bald 30 Jahre. Die Leute kennen es nicht. Wir in Deutschland, in Österreich, England, geht das schon bald 30 Jahre und das war von der, du hast doch von der Krankheit unerkannt. Mhm. Aber wo könnt ihr das eigentlich her? Also, ich kenne das aus der chinesischen Medizin. Ist das gefährlich? Nein, gar nicht. Nee. Das sind Softlaser, also ein tausendstel Teil von einem Laser, das ist das wie Infrarot ungefähr. Also, dann geht ja eigentlich nicht weh? Nein, das geht gar nicht weh. Die Leute spüren, dass ich sie um die Mauer abhacke, dass ich ihnen ein bisschen um die Mauer trivelen. Mit dem geht nicht weh. Mhm. Gibt es da noch Nebenwirkungen? Nein, gar keine. Die Leute sind ein bisschen mitten in der Therapie, aber das ist am Anfang keine Nebenwirkung. Mhm. Aber wie oft muss man behandelt gehen? Also für Abzahlen mit 5 einmal. Wie ist der Auflauf von einer Behandlung? Die Leute holen sich Rendezvous, sie kommen hier hin. Wir haben ein kleines Viergespräch, wo ich den Leuten erklären, was ich mache, wie doof läuft. Wie, auf was sie müssen aufpassen oder Therapie. Das Tiergespräch dauert ungefähr, das hängt davon auf, wenn wir es nicht verquatschen, 20 Minuten. Und dann Dono geht direkt gelasert. Das heißt, die Laserin dauert eine halbe Stunde. Und dann holen sie die Leute am Anfang die Entzugserscheinungen weg. Das heißt, sie haben keine Lust, sie zu fangen. Sie sind noch nicht nervös oder aggressiv oder fangen nun unkontrolliert zu essen. Mhm. Das ist mein Erwischt. Wie oft muss sie behandelt gehen? Einmal, beim Fünfen einmal. An der Therapie, wie fehlt Ihnen sich dann? Gleich ein bisschen mit in der Therapie. Softlaser-Therapie, kann ich die bei jeder anwenden? Nein, leider nicht. Also, Leute, die einen Herzschritt machen oder Epilepsie haben, kann es leider nicht angewandt gehen. Es geht auch nicht, das heißt, Kind angewandt gehen bei schwanger Frauen, aber das meine ich nicht. Mhm. Also die Ethik von meinem Beruf verbietet man das. Mhm. Weil es hat zwar keine Nebenwirkungen, aber schon immer zu den Damen, die da schwanger sind. Stell dir mal vor, ich lasere nicht, es hat keine Nebenwirkungen. Und noch nicht mehr kommt die kleine Butz auf die Welt, an den hört etwas. Und da stellt ich immer froh, ob ich das Kind gewesen bin. Und da kann ich nicht leben. Also leider nicht keine schwangere Frau. Ja, was natürlich interessant ist, zu wissen, die Altersgrenze, den Klientel, wie alt sind die eigentlich? Also mein Klientel ist in der Regel so zwischen 30 und 80 Jahren. Mhm. Natürlich sind ich auch Jungkleid, was ein bisschen mehr selten ist. Oft rufen die älteren Menschen an, die fragen, ob ich sie kennt lesen. Aber das wisst es dabei ist, dass die Kinder oder Jugendliche, die kommen, dass sie selber wollen abhalten mit Femmen. Es geht nicht, wenn die Eltern wollen, dass sie sollen abhalten mit Femmen. Das geht nicht. Sie müssen nicht schon selber wollen. Ja, gut, und, das ist natürlich das, was dich beim Fernsehen interessiert. Wie gesagt, du hast. Also der Volksquote beim Abhalten mit Femmen ist 3 bis 94%. Mehr muss ich dabei sagen, dass ich nicht nicht frei nun dafür essen so heisch. Das heißt, wenn ich auf dieser Platz merken oder auf der Platz vom Viergespräch merken, dass die Jüngste nicht bereit ist, für abzuhalten mit Femmen, dann lese ich nicht. Weil das tut gar keinen Wert, dass ich dann aufhänge, weil den geht frei oder später geht direkt fällig, wenn er nicht wirklich bereit ist. Mhm. Und dafür hole ich nicht frei nun und dafür ist meine Realität dann auch so heisch. Mhm. Ah, natürlich, ich interessiere dich natürlich etwas an mich, auch ganz speziell. Was kostet die Sache da? Ja, für abzuhalten mit Femme kostet 200 Euro. Und das ist eine einzige Sitzung. Das heißt, die kommen ein Kehr bei mich
an die betuelen 200 Euro, die haben sie sehr rum gespürt, was sie nämlich fangen. Und wenn sie nur der Therapie ein Problem haben, lässt man so ein Dynam, weil sie zu fangen, oder sie sind nervös oder aggressiv, oder das ist ihnen besonders das, oder sie essen zu viel. Dann können sie mich selbstverständlich anrufen, sind ich für sie da. Und das ist auch gratis dann, das kostet nichts. Solange sie nicht gefangen tun, ist es gratis. Ob sie mich nur 2D sprechen oder nur 6 Monate oder nur 2 Jahre, meine No-Behandlung ist dann gratis. Ja, das ist gut zu wissen. Da gibt natürlich bestimmt auch eine Gruppe Rabattfälle. Das ist so etwas, was ich auch von zu Purgeben kommen Leute, dann sind noch vielleicht mehr motiviert, für den Mann arrangiert. Ja. Ich weiß nicht, das wird auch so ein Gruppenrabatt. Geht das bei dir? Ja, das geht. Ich gehe oft an Firmengruppe, wo der Direktor dann sich desideiert hat, dass sein Personal soll abhalten mit Firmen, die die wollen, natürlich. Und dann, ja, da geht das schon 10, 15 Leute, die kriegen dann noch einen speziellen Preis. Hier in der Praxis ist es so, wenn sie zu zwei kommen, kriegen sie 20 Euro. Der Tisch fängt man bei 180 auf der Kap und mit 3 geht es alles 10 Euro Männer. Der Tisch bei 370, bei 460, bei 450 Euro auf der Kap. Schön, aber nicht mehr wie fünf wohnen an einer Kehle, weil das ist relativ anstrengend. Auch wenn ich an der Firma lese, das geht dann immer so über ein paar Tage. Schön, dann immer ein paar Stück an einem Tag und dann. Das ist eine gute Sache. Dann natürlich auch, was man dann auch alles so, dass du nur mal fangen kannst, kann ich noch mal im Gewicht ein bisschen etwas, kann ich da etwas machen? Ich frage mich, denke ich. So. Ja, das kann ich. Das ist aber leider so, dass das nicht bei Jitfrängen ausschlägt. Das fand ich dann am Viergespräch raus, ob es geht oder ob es nicht geht. Das sind verschiedene Faktoren, die da mitspielen, ob Therapie geht oder nicht. Das heißt, das ist schon wichtig, ob der Mann oder eine Frau ist. Bei den Männern geht es besser als bei den Frauen. Bei den Frauen also, die sind ein bisschen mehr kompliziert gestrickt. Du hast so Frauen ab 50, 40 Jahren, so geht das mehr kompliziert. Da kommen immer noch Faktoren dabei, ob ich Medikamente hält oder ob ich viel lässt oder nicht viel lässt, von Wetter sind zugeholt, das alles. Das kann ich ganz, ganz schlecht für eine Diagnose. Meistens rufen die Leute mich schon für eine Diagnose über Telefon zu kriegen. Das kann ich aber leider nicht machen. Da können sie da gerne Lunch kommen für eine gratis Informationssitzung. Und dann können wir schwätzen. Und das, wie gesagt, wenn ich nichts mache, kann ich das doch nicht. Ja, das ist ja kurz wieder, soll ich schon ein Rendezvous holen? Ja, also Rendezvous ist ganz, ganz wichtig, weil meine Therapien dauern in der Regel eine Stunde. Und ich kann mich so nicht hier an drei setzen. Leute sehen, ob die in einer Welt. Also ich muss schon ein Rendezvous holen. Ja. Zeit für ein Rendezvous zu holen? Zeit für ein Rendezvous zu holen, ich bin praktisch 24 Stunden zu reden. Das war noch nie an der Nürnberg gerufen. Mit Leuten rufen, Leute können am Anfang am Tag rufen, was sie wollen, auch Samstag, Sonntag, das ist egal. Das ist egal. Wir schaffen, also schaffen normalerweise von meines Mäus Erdauer bis Oves, bis Chemidoas. Das ist nicht all Tag. Wir schaffen aber, wenn wirklich muss sein, bis 8, 9, und am Ende spät, wann täglich muss sein. Wie lange muss ich da warten, für Rendezvous zu kriegen? Rendezvous? Geht das ganz sicher oder brauchen also das? Normalerweise sind Wartezeiten zwischen einer Woche und zwei Wochen. Das hängt immer von den Zeiten auf. Wenn aber nur einer ist, der wirklich pressiert ist, sind halt so Leute, die wirklich die kommen vom Doktor an, die müssen wirklich direkt abhalten mit Firmen oder sie wollen direkt abhalten mit Firmen, dann fanden wir auch eine Lösung. Dann setze ich sie mal ins Viertel oder an die Mittelstunde oder oben Hand drin. Also ich fand eine Lesung. Wenn ich wirklich ganz schnell muss Rendezvous haben, dann ist sie flexibel, wie gesagt. Da fand ich mir auch Rendezvous. Mhm. Wie ist das nur der Therapie, wenn ich in Römbömer Lust kriege? Also wenn ich nur der Therapie Lust kriege, habe ich so nicht die Leute, sondern sie mich rufen, dann sind ich selbstverständlich für sie da. Ich hole sie, wenn man nicht mehr möchte, dass sie selbst den Tag zurück. Heinz, so geht das nicht. Also so der Weekend, oft der Weekend mal, dass ich nicht da bin oder so. Aber am normalen, wenn man nicht mehr möglich ist, wenn ich zu den selben Tag zurück. Was ändert sich da, wenn ich noch gar nicht mit Firmen? Also das ist viel besser für die Gesundheit, für die mehr Energie, für den frischen Atem. Es stinkt dir nicht mehr. Das Immunsystem verbessert sich immens. Es schmeckt und riecht dir besser. Die Haut geht viel mehr rein und sieht dir besser aus. Es ist ruhig und ausgeglichen. Es ist unabhängig und frei.
für den eine bessere Lebensqualität. Und für allem spürt ihr ganz, ganz viel Geld. Softlasertherapie, wenn sie so erfolgreich ist, was gibt es nicht mehr gewonnen? Weil die Leute sie am Anfang nicht kennen, das ist gut nicht bekannt. Und dafür sind wir ja hier, für die Leute zu erklären, was das geht und wie gut das geht. Ja, Alexa, da gibt es natürlich eine Frage, die die Leute sich stellen für ihr Fernsehen. Da das nämlich, wie kann ich nun das? Das kann ich mir anrufen um Nummer 26 17 50 23. Das kann ich noch im Internet gucken, www.lasercenter.lu. Oder das kann ich in Heilansch kommen, auf der Nummer 35 Rue de l'Orange zu Mondrisch. Alexa, du bist so eine Person, die eigentlich auch portugiesische Informationen weitergibt. Und die Leute, die aus Portugal sind, die noch nicht so gut Lützeburg oder Französisch können sprechen. Ja, das stimmt. Das ist schon allerdings eine Kontaktperson, die nicht mehr zuständig ist für die portugiesische Klärung. Die verstehen oft kein Lützeburg oder sprechen auch nicht gut Französisch. Und die fühlen sich dann einfach mehr wohl, wenn sie mal denken, ob Portugiesisch können sprechen. Und dann die Möglichkeit haben sie da bei mir. Eu comecei a fumar com 15 anos, vim a este centro de terapia com o meu marido há 3 semanas, ele também fumava à volta de 20 anos e deixou de fumar apenas por uma sessão. Eu vi que resultou com ele, vi uma próxima semana, fiz também a terapia uma vez só, eu e a minha mãe, e deixámos de fumar também no mesmo momento. Já faz 3 semanas que não fumamos. Minha mãe há 30 anos que fumava, o que é muito bom ter deixado de fumar apenas com uma terapia. Penso que não há outra coisa melhor que nós podemos oferecer a nós próprios, que é uma terapia e que faz bom para a nossa saúde. Então, se querem mais informações sobre esta terapia, eu mesma posso vos dar em português. O meu número é o 691-158-110. Eu posso vos dar as informações em português e penso que terão todo o conhecimento que necessitarão. So, dann nochmal, da komme ich schon zum Schluss von dieser Sendung. Es hat mir ein riesen Spaß gemacht, heute zu sein, wie die Sendung abzuhören mit dir, mit dem ganzen Team natürlich. Aber es liegt dir natürlich um Herz, dass die heute Sendung alle Monate und alle 2. Mai im Fernsehen läuft. Ja, das liegt mir wirklich um Herz und das machen wir auch mir oft. Mhm. Da kann ich ganz einfach sagen, Adi, bis nächste Kehr. Adi, Joss, bis nächste Kehr. Sound and Media Productions.